im Grundgesetz, das interessiert uns nicht. Wir gehen nur nach islamischem Recht. Dieser Informant möchte unerkannt bleiben. Aber er spricht aus, was innerhalb eines arabischstämmigen Clans gilt oder auch nicht gilt. Mein Name ist Christina Pohl. Ich starte die Aufnahme und wir sind im Verhör. In dieser Folge widmen wir uns einer besonderen Familie, einem arabischstämmigen Clan mit dem Namen Ramo. Diese Familienbande wird mit vielen verschiedenen Verbrechen in Verbindung gebracht. Darunter ist die berühmte Goldmünze, das grüne Gewölbe, aber auch Geldwäsche. Die Liste scheint einfach endlos. Ihr wisst das viel mehr als ich und viel besser als ich. Über 1000 Mitglieder gehören zum Clan allein in Berlin. Wie die Familie nach Deutschland kam, worauf sich die Familienzweige, die einzelnen Zweige spezialisiert haben und ob wirklich alle in kriminelle Machenschaften verwickelt sind, das wollen wir heute ganz genau aufklären. Und ich freue mich sehr, dass zu dieser Aufklärung erschienen sind und zum Verhör erschienen sind Klaas Meyerheuer und Thomas Heise. Ihr seid unsere Clan-Experten. Und was wir hier vor uns auf dem Tisch haben, ist ein Stammbaum der Familie. Wie kommt man an sowas? Ach, der liebe Herrgott hat es da irgendwie gut mit uns gemeint. Wir kennen natürlich so über die Jahre viele Polizisten. Und einer der Polizisten, die wir kennen, ist in der Dienststelle. Da hängt dieser Stammbaum quasi an der Wand. Wie groß ist der im Original? Wie viel? 5 Quadratmeter? 4? Ich weiß es nicht, 100%. Also der ist richtig groß, der hängt da richtig groß an der Wand. So, und der Polizist ist da also in diesem Dienstraum gewesen, hat sein Handy gezückt in einem Moment, wo keiner hingeguckt hat, hat irgendwie uns diesen Plan abfotografiert und hat uns dann die Fotos gegeben und wir haben das dann wieder neu zusammengesetzt. Ja. Man muss wissen, also hier steht extra drüber, VS heißt Verschlusssache NFD. Was heißt das? Ja, das heißt Verschlusssache, nicht für den öffentlichen Gebrauch sozusagen oder nur für den Dienstgebrauch. Also wir übersetzen es mal NFD nur für dich. Ist natürlich Quatsch, aber das ist auch eine Straftat, wenn man das nach außen gibt. Ne? Also da geht unsere Quelle ein hohes Risiko. Wir sind natürlich unserer Quelle sehr, sehr dankbar, weil dieser Stammbaum ist wahnsinnig wichtig für uns. Ne? Also wir machen ja viel über diese Familie und für uns ist total wichtig, die Zusammenhänge zu kennen. Wer ist mit wem verwandt, wer ist mit wem verheiratet und so. Das wird ja dann auch manchmal justiziabel, wenn wir sagen, diese Person ist Mitglied des Ramo-Clans und die Person behauptet, die bin ich gar nicht, dann können wir mal gucken, hier, guck mal. Hatten wir alles schon. Ja, da sind die echt gekommen und haben gesagt, ich gehöre gar nicht mehr zur Familie. Und dann konnten wir hier diesen Stammbaum nehmen und konnten dann sagen, doch, guck mal hier, das ist dein Großneffe. Genau. Warum fand denn der Polizist das so wichtig, euch den zu geben? Also ich glaube, es gibt halt leider viele frustrierte Polizisten in Berlin. Und die haben halt auch gemerkt, in dieses Thema kommt wirklich nur Bewegung, wenn der Öffentlichkeit sozusagen drin ist. Oder wenn sozusagen die Medien darüber berichten. Es gibt Polizisten, die arbeiten seit 30, 35, 40 Jahren an diesem Thema. Und letztendlich 30 Jahre lang ist nichts passiert. 35 Jahre lang ist nichts passiert. Und jetzt berichten die Medien darüber, jetzt ist die Politik aufgewacht, jetzt ist Druck auf dem Kessel, jetzt ist der behördliche Druck enorm gewachsen. Und das ist genau das Motiv. Die Leute wollen einfach, dass diese Sachen öffentlich werden. Der Ramo-Clan ist eine vor allem in Deutschland ansässige Großfamilie. Ihre Mitglieder heißen mal Remo, mal Ramo, mal Remu. Teile des Clans sind hochkriminell. Die Behörden bringen diese Familienmitglieder mit schweren Gewalt- und Körperverletzungsdelikten, Schutzgelderpressung, Raub, Drogenhandel, Geldwäsche, Hehlerei und sogar Mord in Verbindung. Einige von ihnen wurden verurteilt wegen des Diebstahls der wohl berühmtesten Goldmünze der Welt aus dem Bode-Museum. Auch nach dem Juwelendiebstahl im grünen Gewölbe fanden sich am Dresdner Residenzschloss DNA-Spuren von 4 Mitgliedern der Ramo-Familie. Dem Clan wird unter anderem vorgeworfen, 77 Immobilien mit Schwarzgeldern bezahlt zu haben. Diese wurden beschlagnahmt. Und was wir hier vor uns haben, ist quasi nur der Berliner Zweig. Ist das richtig oder ist das der ganze Ramo-Clan in Deutschland? Nein, das ist nicht der ganze Ramo-Clan. Das sind tatsächlich 13 Kernfamilien. Und die beziehen sich alle auf Berlin. Hier ist noch ein so ein Zweig, der ist aus Rotenburg an der Wümme bei Bremen, aber der hat gar keine Nummer bekommen. Also es sind 13 Kernfamilien und die gehören alle nach Berlin. Diese Zahl von 1000, die ist ein bisschen grob geschätzt. Also hier sind jetzt nicht 1000 Personen drauf. Muss dazu auch sagen, der Stammbaum wurde 2003 angefangen, also vor 18 Jahren.
Und der Stand ist 2007, also der ist nicht ganz aktuell. Okay. Und den gibt es zum Beispiel aber Personen, von denen, den kennen wir hier beispielsweise sehr gut. Hier Abdulkadir Osman, kommen wir später noch zu. Der hat aber selber schon 8 Kinder. So. Und hier sind aber keine das 8 Kinder aufgelistet. Das ist der mit dem Spitznamen Tyson Ali. Genau, ja. Das ist Tyson Ali. Also der Stammbaum ist mittlerweile auch in den letzten 20 Jahren enorm gewachsen. Die stehen hier alle nicht drauf. So, die haben wahnsinnig viele Kinder. Das ist ja auch ein Merkmal dieser arabischen Großfamilie, dass sie sehr viele Kinder haben. Wie viele denn so im Durchschnitt? Kann man das sagen irgendwie? Oh, wir können ja mal bei Abdulkadir durchzählen. Das hier ist die Mutter von Abdulkadir. Übrigens, die hat diesen schönen Satz geprägt, Knast macht Männer. Und diese Dame hat bekommen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Kinder. Also die Dame hat 17 Kinder bekommen. Ich habe mal gehört, das letzte mit 53. Und das kennzeichnet halt auch das Wesen von solchen arabischen Großfamilien, dass sie sehr viele Kinder haben. Die einzelnen Kernfamilien wachsen an bestimmten Stellen wieder zusammen. Also Ramos heiraten gern Ramos. Ne? Und das stärkt natürlich den Zusammenhalt, wenn man untereinander verwandt ist. Wenn man seine Cousine heiratet und so, dann ist es wie so ein richtiger Spirit in diesem Clan drin. Ist wirklich so. Also die akzeptieren dann nur ihre eigenen Regeln. Ist von außen, was von außen gesagt wird, interessiert die nicht. Es geht letztendlich darum, den Clan größer zu machen, den Clan stärker zu machen und nur ihre eigenen Regeln zu akzeptieren. Und wie ist denn so ein Gebilde organisiert? Gibt es da einen Chef? Nee, das glauben wir nicht. Also es gibt jetzt nicht irgendwie das eine Clan-Oberhaupt. Es gibt auf jeden Fall immer sehr mächtige Figuren innerhalb einer Kernfamilie. Also hier ist zum Beispiel Issa Ramo. Der ist ja auch sehr bekannt, ist da oben auch an der Wand. Also Issa Ramo ist sicherlich der mächtigste Mann in seiner Kernfamilie 1. Und diese Kernfamilie 1 ist auch bekannt für sehr spektakuläre Verbrechen. Also die Neffen von Issa Ramo haben beispielsweise die Goldmünze geklaut. 5 Neffen von Issa Ramo sind auch verdächtig, jetzt ins grüne Gewölbe eingestiegen zu sein. Dazu kommt noch ein 6. und der kommt aus der Kernfamilie 3. Hier, da ist der Bashir dabei. So. Also 5 aus Kernfamilie 1, einer aus Kernfamilie 3 beim grünen Gewölbe. Also man kann das schwer sagen, das ist jetzt das Clan-Oberhaupt oder so. Es gibt, glaube ich, immer sehr mächtige Figuren innerhalb einzelner Kernfamilien. Und wie dann so insgesamt Entscheidungsprozesse zustande kommen, das wird wahrscheinlich ausgehandelt, das wird besprochen, da setzt man sich zusammen und legt dann die Richtung fest bei bestimmten Geschichten. Ja. Aber Issa Ramo, den kennt ihr ja ganz gut. Genau. Ihr habt euch auch mal mit ihm getroffen, da können wir vielleicht später noch mal zu kommen, weil ich das auch eine ziemlich spannende Geschichte finde. Ihr habt ihn zu einem Hintergrundgespräch tatsächlich getroffen in einem Berliner Hotel. Aber was mich jetzt mal interessiert an dieser Stelle ist, der hatte ja auch vor der Kamera schon tatsächlich, man kann ja sagen, Interviews gegeben. Ne? Er war dann auch sehr wütend und hat sogar einmal damit gedroht, dass er tatsächlich das Land verlässt. Was habe ich mit meinen Familien zu tun? Was habe ich mit meinen Familien zu tun? Was haben Sie mit meinen Familien zu tun? Ich bitte Sie. Ich Aber bitte Sie. Auch Ihre Söhne sind doch irgendwie einschlägig bekannt. Ich bitte Sie, wann deine Sohn Scheiße baut oder deine Cousin Scheiße baut, was geht dich an? Ich bitte Sie, taucht immer nur mein Name. Taucht immer nur mein Name. Ich bitte euch, lasst mich in die Ruhe. Ich verlasse dieses Land wegen euch. Nach diesem Gerichtstermin, wenn er fertig ist, ich ziehe mich ab von diesem Land. Ich gehe weg freiwillig. Ich gehe weg freiwillig, aber ich warte, bis alles fertig ist. Dann sage ich, okay, adios. Issa war sauer und fand, dass sozusagen seine Familie zu Unrecht vom Staat verfolgt wird. Ist ja grundsätzlich so, alle sind irgendwie immer unschuldig. Also selbst in Neuköllner Kreisen, die wir irgendwie gut kennen, also in Milieukreisen, hat man sich totgelacht über Issas irgendwie Showreifeneinlage da bei Spiegel TV. Halb jammernd, halb heulend und sich auf die Brust schlagend und sonst was alles. Wir haben dann auch SMSen danach gekriegt von Polizisten. Gute Reise, wir wünschen Issa gute Reise. Irgendwie, der macht sowieso nicht. Hat er uns also er gemacht. Hat die Drohung nicht wahr gemacht? Leider nein. Wie ist er denn überhaupt nach Berlin gekommen? Also wie ist die Familie überhaupt nach Berlin gekommen? Welche Wege, wenn man sagt arabischstämmige Clans, woher kommen die überhaupt? Die haben ja irgendwie eine bewegte Geschichte hinter genau. sich. Da gibt es, also das sind ja sogenannte, ich glaube die Ramos sind auch welche, ne? Mahalamir Kurden. Kurz im Hintergrund, also diese Mahalamir Kurden stammen aus der türkisch-syrischen Grenzregion. Sie sind eine arabisch sprechende Minderheit in den Kurdengebieten. So. Und haben auch immer solche Exklaven. Da gibt es Dörfer, die sprechen nur Arabisch und ihre Nachbarn sprechen dann Kurdisch sozusagen. Und die haben sozusagen immer so eine abgeschlossene Community gebildet, bestimmte Dörfer an der Grenze.
Und da waren sie, sind sie immer unter sich geblieben. Und dieser Stammbaum, der geht doch auch zurück auf 1800 ein paar Zerquetschte, oder? Genau. So, ne? Mhm. Also wo ist sozusagen der Ursprungsrammo her? Woher kommt der? Also es gibt so ein ganz mythenumranktes Dorf in der Nähe der Provinzhauptstadt Mardin. Und das Dorf heißt auf Türkisch Üçkavak und auf Arabisch heißt es Rajdir. Und viele von diesen Familien haben ihren Ursprung in diesem Dorf. Also sowohl die Miris als die El-Zeins, Omairats und auch die Ramos sollen alle aus diesen Dörfern kommen. Die leben da teilweise heute noch. Und die Feindschaften, die in diesen Dörfern schon gepflegt wurden, werden teilweise heute noch gepflegt und teilweise dann auch im Libanon gepflegt. Zum Libanon kommen wir gleich. Also, und es ist teilweise sogar so, dass sozusagen Auseinandersetzungen, die in Berlin geführt werden, unter Clans, die werden dann wiederum in Rajdir, werden die wiederum geklärt. Also da fahren Clanmitglieder aus Berlin nach Rajdir, nach alten Dorfältesten, um da wiederum Streitigkeiten zu klären. Vielleicht nochmal zum Ursprung dieses Stammbaums. Den haben natürlich nicht die Ramos aufgeschrieben, den hat die Berliner Polizei aufgeschrieben. Es gab mal eine sogenannte, ich steht's hier oben, GE-Ident, eine gemeinsame Ermittlungsgruppe Ident. Weil die Polizei so Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre festgestellt hat, dass viele von diesen vermeintlichen Bürgerkriegsflüchtlingen aus dem Libanon teilweise gar nicht aus dem Libanon gekommen sind, sondern aus der Türkei. Und ungefähr vor 100 Jahren. Genau. Also nach dem so ersten, früh? Ja, nach dem Ersten Weltkrieg sind Teile der Familie nach Beirut gegangen, weil der Libanon damals wesentlich reicher war als jetzt diese syrische Regenzung. Ist ja immer noch so. Sind viele nach Beirut gegangen, haben da als einfachste Arbeiter gelebt, oft so als Gemüseträger, als ungelernte Kräfte, so als Arbeitskräfte, haben da auch schon wieder eine Close Community, also waren da auch eine abgeschlossene Einheit. Der Libanon, also der Staat, hat sie nicht anerkannt, genau. Auch über Jahrzehnte nicht, sie haben keine libanesischen Pässe bekommen. Aber jetzt nochmal zu Beirut, also in den 70er Jahren war ein Großteil der Ramos schon in Beirut. Dann brach der Bürgerkrieg dort aus und dann sind die geflüchtet auch, weil sie wussten, wo können sie hin? Naja, nach West-Berlin zu kommen oder in die Bundesrepublik zu kommen, war eben People einfach damals. Ne? Also damals war ja Berlin geteilt. Es gab Ost-Berlin, es gab West-Berlin. Wir als Ost-Berliner, sag ich jetzt mal als alter Ossi, wir konnten natürlich nicht nach West-Berlin fahren, da stand die Mauer, da war der Schießbefehl, war verboten. So. Für die Ramos zum Beispiel und die Al-Zeins war es so, die haben sich einfach ein Interflugticket gekauft, so hieß die unsere DDR-Fluglinie, sind mit der Interflug nach Berlin-Schönefeld geflogen, an den Ost-Berliner Flughafen, haben sich da ein Taxi gesetzt oder einen Bus und sind an den Grenzübergang in Ost-Berlin gefahren. Und dann haben die DDR-Grenzer sie durchgewogen, haben die Presse kontrolliert, haben sie durchgewogen. Und dann gehst du oder bist du früher am Bahnhof Friedrichstraße einfach zur S-Bahn runtergegangen und bist mit der S-Bahn nach West-Berlin gefahren. Es gab ja keine Grenzkontrollen, weil ja die BRD gesagt hat, wir sind ein Staat und genau, ihr könnt immer zu uns rüberkommen. Es gab den Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik, was ja auch völlig okay war. Und deswegen konnte da jeder einreisen. Und dann sickerten so plötzlich in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, sickerten irgendwie ganz viele Leute, die eigentlich da überhaupt gar nicht hingehörten, sickerten ein als Bürgerkriegsflüchtlinge, meldeten sich dann bei den bundesdeutschen Behörden oder bei den West-Berliner Behörden und sagten das Zauberwort, Asyl. Ja, und dann haben sie Asylanträge gestellt. Und zwar immer wieder neue, weil die sind immer wieder abgelehnt worden. Mhm. Also ich weiß gar nicht, wie die Quote war. Unter 1% wahrscheinlich. Wir wissen es nicht genau, aber mehr als 5% kann da nicht anerkannt worden sein. Aber sie sind nicht abgeschoben worden? Oder doch? Oder in Teilen? Nee, das ist eine komplizierte Geschichte, aber grundsätzlich ist es so, sie haben nicht den Status politisch Verfolgter bekommen, aber sie haben so einen Bürgerkriegsstatus bekommen, sind sozusagen geduldet gewesen. Mhm. Sie haben so einen Duldungsstatus bekommen. Was aber beinhaltete, dass sie beispielsweise Berlin nicht verlassen durften. Die hatten eine Residenzpflicht, die mussten in der Stadt bleiben, mussten sich immer ihre Duldung teilweise monatlich verlängern lassen und konnten auch nicht arbeiten am Anfang. Was natürlich ein großer Fehler war der Behörden, weil natürlich dadurch Integration am Anfang erstmal unmöglich gemacht wurde. Es hat sich später geändert, später durften, haben sie einen Aufenthaltstitel bekommen und hätten auch arbeiten können. Bei vielen ist es dann aber nicht mehr dazu gekommen. Also die waren dann schon so erfolgreich in der Kriminalität, dass man sie sozusagen in die Legalität nicht mehr bekommt. Also hat man sozusagen eine Chance verpasst, zu der Zeit diese Leute zu integrieren, weil hätte man damit Schlimmeres verhindern können? Was meint ihr? Wir glauben immer an das Gute, na klar, wieso nicht? Also natürlich ist Integration ist wahrscheinlich der einzige Weg. Also Strafe scheint ja nicht abzuschrecken. Im Ernst, irgendwie kann es nur darum gehen, die Leute zu integrieren. Natürlich wollen wir sie lieber zu einem Bestandteil unserer Gesellschaft machen, als dass wir sie ausgrenzen und dass sie irgendwie fortwährend kriminell sind. Das kann ja nicht der Weg sein.
Ich fasse mal zusammen, also was die Behörden betrifft und den Respekt vor Behörden, auch vielleicht dem deutschen Rechtssystem, die kommen aus der Türkei eigentlich, wo sie sowieso schon den Staat nicht mochten. Dann sind sie im Libanon gelandet, wo sie auch nicht so richtig anerkannt wurden. Dann sind sie nach Deutschland gekommen, wo sie gerade mal so geduldet wurden. Welche Haltung haben die dem deutschen Staat gegenüber, den deutschen Behörden gegenüber? Ihr habt mit vielen Polizisten gesprochen. Das System, was wir vertreten, dieses Rechtssystem, was wir vertreten, das nehmen sie nicht ernst. Und das bezeichnen sie auch genau so als Art der Schwäche. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem arabischen Familienvater, der sagt zu mir, guckt euch doch mal an, was bei euch passiert. Alles voller Schwule, alles voller Lesben. Das findet ihr gut? Ja? Ihr seid kein Staat. Ja? Der Staat muss durchgreifen. Der Staat muss, das ist ja deren Grundverständnis. Und das erleben die hier nicht. Der Staat ist für die komplett unwichtig. Ich meine, das haben die ja schon in der Türkei gelernt und eben ja auch von ihrer Stellung innerhalb des Landes Libanon. Und so ist es eben auch bei uns. Für sie ist der Familienverbund das Wichtigste. Mit jedem, mit dem du redest, ist der Familienverbund das Wichtigste. Mhm. Die Loyalität gilt immer der Familie und niemals gegenüber dem Staat. Und bei uns ist das ja anders. Also unsere Gesellschaft, unser Staat ist dem Wohlergehen aller verpflichtet. Ja. So. Und innerhalb einer Familie, in dieser Großfamilie, bist du nur der Großfamilie, dem Wohlergehen der Großfamilie verpflichtet. Da ist der Staat ist dir egal, wem der verpflichtet ist, weißt du? Also wem sozusagen, dass der sich um uns alle kümmert, ist denen scheißegal. Hauptsache, wir kümmern uns um uns. Das ist das Entscheidende. Und wir haben ja mit Leuten geredet, also auch mit Klammitgliedern, die sagen irgendwie, ihr könnt uns mal. Das ist, ihr seid irgendwie Beuteland für uns. Das ist irgendwie, wir sind wir und ihr seid die anderen. Und wenn wir dann sagen, irgendwie, ja, aber ihr lebt doch hier, irgendwie, wir reden miteinander, ihr sprecht Deutsch, ihr seid hier geboren, dann sagen die ja, und? Scheißegal. Das Wichtigste ist die Familie, Mann. Es gibt einen Islamwissenschaftler, Ralf Gadban, der sehr viel geforscht hat in diesen Familien, der sagt, es gibt letztendlich nur eine Regel, die zählt. Und die heißt, der Stärkere hat Recht. Der Stärkere auch innerhalb der Familie. Innerhalb der Familie. Egal wo. Genau. Der Stärkere hat Recht. Die Clans haben ein Prinzip. Alles außerhalb des Clans ist Feindesland. Das heißt, gelten keine Regeln. Man kann sich alles aneignen, was dort außerhalb liegt. Erstens. Die zweite Regel, der Stärkere hat immer Recht. Punkt. Mehr gibt es nicht bei ihnen. Ich stand mal daneben, als einer von den Berjawis, das ist eine so eine Großfamilie, von einer anderen Großfamilie angegriffen worden sind. So, dann haben die sich ein bisschen geschubst, ein bisschen, haben sich angebrüllt und dann gab es ein Riesentheater. So, und dann verflüchtete sich alles wieder. Ich stand, wie gesagt, daneben, ich habe das alles mitgekriegt. So, und plötzlich sehe ich, wie die alle miteinander telefonieren. Und dann frage ich einen und sage, wo fahrt ihr denn jetzt hin? Ja, wir fahren jetzt zu dem Café da im Tempelhofer Damm und hauen dem das Café kaputt. Ich sage, wie wir fahren zum Café und hauen. Ja, das gehört dem und dem, also der gehört zu der und der Familie und dem machen wir jetzt das Café kaputt. Ich sage, ja, aber ihr habt es doch jetzt gerade geklärt, das ist ja irgendwie alles gut. Nein, Mann, verstehst du das nicht? Ich habe gerade mein Gesicht verloren, wir fahren da jetzt hin. Und da sind die, da hat er seine Brüder angerufen und da sind die da mit 40 Autos hingefahren und dann kam er aus dem Café raus und hat gesagt, ey, halt, stopp, ich habe schon gehört, ihr wollt. Das Café gehört nicht mehr der Familie, keine Ahnung, Miri oder so. Das ist verkauft worden, es gehört jetzt der Familie so und so. Und dann haben sie das Café nicht kaputt geklopft. Sonst hätten die das Café auseinandergenommen. Und da fahren dann auch wirklich, die kommen dann auch alle. Die kommen dann alle, lassen alles stehen und liegen, fahren dann dahin, um... Sie müssen es auch machen. Also wir haben der Druck. Der soziale Druck ist enorm groß. Wir haben mal mit einem gesprochen, auch von den Berjawis, der sagt, ich kann nicht Nein sagen, wenn mein Cousin Hilfe braucht. Das geht nicht. Dann bin ich raus. Eine Sache der Ehre? Gibt es sowas wie Ehre? Kann Ehre man das ist sagen? Der Kind, der alles zusammenhält. Das ist Ehre. Aber was ist das für eine Ehre und Moralvorstellung? Was ist das? Was ist gilt ja, für die? Was ist gut, was ist böse? Ehre ist ja so ist immer so schwer für uns zu so greifen. Aber es geht beispielsweise darum, wenn du jetzt unehrenhaft bist, dann kann es sein, dass du in ein Café kommst und die Leute sich wegsetzen. Dann will keiner mehr mit dir eine Shisha rauchen. Es kann sein, wenn du einen Gemüseladen hast und dich aber unehrenhaft verhalten hast, dass dann keine Kunden mehr kommen, weil du dann sozusagen eine Persona non grata bist. Was ist unehrenhaft? Was ist es? Also was muss man sozusagen als Sünde begehen? Na, zum Beispiel nicht für die Familie da sein und einstehen. Mhm. Also schon dieses Minimum an Solidarität mit hinzufahren und das Café kaputt zu hauen, das genügt schon, dass du nicht mehr angeguckt wirst. Da kommen wir zu dem Punkt, wie viele Menschen innerhalb dieser Familie überhaupt kriminell sind. Ich nehme mal an, dass die Frauen komplett davon ausgeschlossen sind, oder? Welche Rolle spielen Frauen dabei?
Das ist ganz unterschiedlich und ist auch ganz schwer zu definieren, weil wir nicht wirklich so richtig guten Einblick in die Machenschaften der Frauen haben. Aber beispielsweise hier die Mutter von Abdulkadir, die ist auch sehr kriminell gewesen. Die hat immer viel geklaut. So. Es ist auch so, dass viele Frauen, weil sie nicht kriminell sind, weil sie sozusagen bei den Behörden sauber sind, dann Sachen übernehmen müssen, die nur in Anführungsstrichen nicht vorbestrafte Menschen machen können. Zum Beispiel Immobilien kaufen oder so. Dann wird als Strohfrauen sozusagen. Genau. Ja. Oder die sichere Wohnung. Also die Wohnung, wo irgendwie das Diebesgut gelagert wird, hat dann irgendeine Frau angemietet. Und weil die Männer alle ja irgendwie sozusagen unter Wind sind, also von der Polizei kontrolliert werden vielleicht abgehört werden, vielleicht ist auch ein Sender unten am Auto, haben die Frauen eben, auch nur die Frauen dürfen dann in diese Wohnung reingehen. Damit die Polizisten, wenn die Frau sehen, dann denken die, ach, das ist ja Frau so und so, da wird schon nichts sein. Aber in der Wohnung liegt dann das Diebesgut. Ja. Das wissen wir auch definitiv, weil da gab es mal jemand, der da ausgesagt hat bei der Polizei. Ja, Punkt. Krass. Und welche Rolle spielen Frauen innerhalb, also welchen Status haben Frauen innerhalb des Clans? Wie werden die behandelt? Das hat Rohe, glaube ich, mal irgendwie untersucht. Der hat mal, also Professor Rohe ist ein Professor, auch ein Islamwissenschaftler, der hat für den Berliner Senat mal irgendwie so Befragungen gemacht innerhalb der Szene und hat so ein differenziertes Bild natürlich auch von den Frauen gezeichnet. Also die Mutter ist schon relativ stark in diesen Familien. Mhm. Hören auch auf die Mutter. Aber die Mutter bietet natürlich auch Schutz und Rückzugsraum. Und auch die Mutter ist natürlich solidarisch, ne? Also muss man ganz klar sagen. Ansonsten... Also es gibt unschöne Geschichten, so beispielsweise, wenn jetzt einer von den Männern ins Gefängnis muss, dann kann es durchaus sein, dass seine Frau und die Kinder zur Schwiegermutter ziehen müssen, weil sie nicht alleine in der Wohnung bleiben darf. Also, aber die dürfen schon allein auf die Straße gehen oder brauchen die immer eine männliche Begleitung? Das ist auch nicht einheitlich, aber es gibt viele, die sagen, meine Frau geht nicht alleine auf die Straße. Entweder ist eine andere Frau dabei oder es ist ein anderer Mann dabei, aber meine Frau geht nicht alleine auf die Straße. Sie geht auch nicht alleine ins Kino oder sie würde, also Disco ist sowieso verpönt. Ne? Das ist für diese Frauen in der Regel nicht drin. Aber die Männer machen das schon. Ja, klar. Die gehen noch mal ins Artemis, die gehen noch mal im Puff, also so ist es nicht. Genau. Man redet nur nicht drüber. Genau. Und wenn es dann mal öffentlich wird, ist es sehr, sehr peinlich. Ja, es gibt einen schönen Gerichtsprozess. Greifen wir jetzt vielleicht ein bisschen vor, aber da war es so, dass die Beute auch im Puff ein bisschen auch gefeiert wurde. So, das kam dann auch im Prozess zur Sprache. Und als das immer im Prozess zur Sprache kam, hat der Clanchef gepfiffen, ist kein Witz, hat immer gepfiffen und dann mussten die Frauen rausgehen aus dem Gerichtssaal, damit sie nicht hören, dass ihr Sohn oder ihr Ehemann halt nach der Tat im Bordell gewesen ist. Das ist ja krass. Mhm. War das bei Mahmoud oder bei wem war das? Nee, nach dem KDW-Raub. Da hat Zaki gepfiffen und dann mussten die Frauen immer rausgehen. Ach, echt? Und wie werden die jetzt untereinander verheiratet oder miteinander verheiratet? Gibt es da sowas wie eine Brautschau? Lernen die sich vorher kennen? Wie funktioniert das genau? Ihr habt da mit einem Informanten gesprochen mal, ne? Genau, mit einem Informanten, aber wir haben das natürlich auch selber recherchiert, also auch anhand von Ermittlungsakten und sonst wie. Die Eltern gehen zu einem hin, zum Sohn zum Beispiel, und sagen, wir haben eine hübsche Tochter für dich von Onkel von der und der Seite, mit der kannst du lange zusammenbleiben und Kinder haben und Familie gründen. Dann fährt man hin, ob hier oder in Westdeutschland, lernt die einmal kennen, zweimal kennen. Und danach auf dem Rückweg fragt man mich zum Beispiel, wie und wie fandest du sie, willst du sie haben? Dann sage ich ja oder nein. In dem Fall war es natürlich ja. Und dann rufen die an und sagen, eure Tochter gehört uns. Punkt aus. Also wir wissen nicht sozusagen, wie das generell jetzt bei arabischen Großfamilien läuft. Mhm. Also so, das muss man ja immer sagen. Sondern wir gucken uns immer nur bestimmte Ausschnitte an. Also die Ramos, die Al-Zains, also die großen kriminellen Großfamilien, die auch immer in den Lageberichten der Polizei und des BKA vorkommen. Und bei denen sehen wir, dass dann natürlich auch, also erstens ist es so, der Vater guckt danach, wer die Tochter verheiratet. Mhm. So, es gibt Brautgeld, ganz klassisch. Es muss bezahlt werden. Gibt strenge Regeln, wie diese Hochzeiten ablaufen. Es gibt ganz strenge Regeln, wie teuer die... Aber sucht der Mann aus oder sucht die Frau aus? Müssen beide zustimmen oder wie funktioniert das? Oder ist das eine Sache, die vorher arrangiert wird? Mann und Frau? Heiratsmarkt ist oft, also bei so großen Familienfesten, bei einer Hochzeit beispielsweise, ne, dann kann es schon mal sein, dass ein Clanmitglied dann seine Cousine sieht und sagt, oh, die ist aber hübsch und so und die will ich gerne haben. Und dann geht er erstmal zu seinen Eltern und fragt, wäre das was? Ne? Könnte ich die haben so? Und dann wird erstmal geguckt, passt das zur politischen Großwetterlage? Sind die haben klingt irgendwie nach Ware. Also so
Kaufmann. Das sind oft keine Liebesheiraten, ja. Und ja. Dann spricht die Familie sozusagen bei der Familie der Braut und sagt, wir wollen eure Tochter haben. Und dann wird über den Brautpreis verhandelt. Mhm. Und das ist dann tatsächlich auch so, das hat uns ja jemand erklärt, je weiter die Verwandtschaft auseinander ist, also wenn es jetzt eine Cousine dritten, vierten Grades ist, ist der Brautpreis höher, als wenn es jetzt die Cousine ersten Grades ist. Mhm. Je weiter die Braut vom Bräutigam verwandtschaftlich entfernt ist, desto höher ist der Brautpreis. Und dass Sie nah heiraten, also Cousin und Cousine, erklären Sie damit, dass Sie sozusagen innerfamiliäre Streitigkeiten, also auch eheliche Streitigkeiten, schneller gelöst kriegen? Weil da müssen ja jeweils immer nur die Schwiegerväter, die ja Brüder sind, miteinander darüber reden, was in der Ehe wiederum ihrer Kinder los ist. Verstehe. Mhm. Ja. Ja, Sie haben einfach Angst davor, dass sozusagen Streit von außen in die Familie reingetragen wird, wenn Sie jemanden von extern heiraten. Mhm. So, da haben Sie offenbar Angst vor. Und gibt es da überhaupt eine Möglichkeit für Frauen, sich aus sowas zu lösen, aus diesen Strukturen? Wahnsinnig schwer. Also wir glauben, das ist wahnsinnig schwer. Also in Frauenhaus zu gehen? Es gibt tatsächlich Scheidungen, ne? Ja. Es gibt Scheidungen. Ach doch, okay. Ja, aber die sind selten, sehr selten. Und wenn jemand einfach aus der Ehe aussteigt und, keine Ahnung, wegläuft und sich vielleicht einen Liebhaber hat oder so, diese Frauen, die spielen mit ihrem Leben. Also es ist definitiv so. Wenn meine Ehre angegriffen wird, dadurch, dass meine Frau fremd geht, sehe ich es genauso wie alle anderen auch. Wenn ich es erfahre und dabei erwische und es auch noch weiß, ich würde sie erstmal ganz langsam quälen, erwürgen, töten, abstechen, abknallen, egal was. Ich würde es direkt durchziehen. Sie und derjenige, mit dem sie fremdgegangen ist. Alle beide. Und da gibt es auch kein Erbarm, kein Nichts. Und da würde mir auch jeder aus der Familie, auch andere Familie, alle werden mir zustimmen. Das ist halt so. Man kann auch nichts ändern. Also ich kann das nicht ändern, meine Kinder kann nichts ändern. Was für ein Ändern? Direkt Messer in den Hals rein und fertig. Was für ein Ändern? Geht sie fremd, hat sie Pech gehabt? Es gab mal einen Fall in Hildesheim, da haben sich auch Cousin und Cousine miteinander ineinander verliebt. Die waren aber schon vergeben sozusagen. Und das hat im Mord geendet. Also das war derjenige, der sozusagen die verheiratete Frau aus der Ehe rausgeholt hat, der ist dann später dafür erschossen worden. Das war dann so. Da kann es dann sehr schnell sehr blutig werden. Weil natürlich die Leute, du verlierst als Vater dein Gesicht, wenn deine Tochter Scheiße baut. Ist einfach so. Mhm. In deren Denken. So. Und der, mit dem wir darüber zum Beispiel auch geredet haben in Berlin, den wir ja auch interviewt haben für einen unserer Filme, wir waren echt ungläubig, als der danach gesagt hat, er würde seine Tochter irgendwie umbringen oder er würde sonst was mit ihr machen, wenn die mit einem falschen Mann und so. Und da haben wir zu dem gesagt, irgendwie, ey, das ist doch nicht, also als die Kamera aus war, haben wir gesagt, ey, das ist doch jetzt nicht, du musst jetzt nicht, sei lieber zivilisiert, du musst hier nicht auf hart machen vor der Kamera, nur weil wir dich interviewen. Da ist er richtig ausgerastet, und hat, also ohne Kamera. Und hat gesagt, sag mal, versteht ihr das nicht? Nein, aber er hat gesagt, versteht ihr das nicht? Es ist so. Es ist so, ich sag euch das doch nicht, weil die Kamera jetzt eben an war, sondern es ist so. Und der, mit dem gehen wir Kaffee trinken, weißt du? Oder gehen mit dem mal irgendwie... Das ist ja auch kein Krimineller. Das ist jetzt kein Krimineller. So. Überhaupt nicht. Aber für den ist die Familie so wichtig, dass wir echt irgendwie mit... Also wir haben abends noch nach dem Dreh haben wir noch miteinander telefoniert und haben gesagt, sag mal, das kann doch wohl nicht wahr sein irgendwie. Aber auch bei dieser Auseinandersetzung innerhalb von zwei Clans, die wir da mal beobachtet haben, zwischen den Ramos und den Omairates, da ging es auch um sozusagen Beschimpfung. Zum Schluss war einer tot. Also muss man einfach mal sagen, da ist auch die Ehre, war da irgendwie höher zu bewerten als sozusagen das Menschenleben. Und dann wurde eben einer mit einem Baseballschläger erschlagen. Punkt. Euer Informant ist nicht kriminell. Wie viele würdet ihr denn sagen von den 1000 Remos sind nicht kriminell? Kann man das überhaupt beziffern? Kann man das rausfinden? Das ist sehr schwer zu sagen. Also wir haben jetzt vor allen Dingen erstmal so hier auf Kernfamilie 1 konzentriert. Und hier auf Kernfamilie 11, genau, schon. Und wenn man sich hier anguckt, also die männlichen Mitglieder sind fast alle kriminell. Und da können wir fast sagen, das hier ist ein Tresoreinbrecher, der hat einen Tresor gemacht. 10 Millionen. Der ist der Strohmann bei den 77 Immobilien, Serieneinbrecher. Das ist schon atemberaubend, wie viel Kriminalität innerhalb einer Familie drin ist. Zum Beispiel hier der Familienstammbaum 11. Dieser Mann hier lebt heute im Libanon, weil er 1992 jemanden erschossen hat. 1992, zusammen mit seinem Bruder, der die Tat abgesichert hat. Die hier unten, Nasser, auch sehr prominenter Fall. Der sitzt gerade wieder im Gefängnis, weil er ganz schwer mit Waffen und Kokain gehandelt hat. Ja, das ist unser Nasser da, ne? Ja, genau. Ja. Welcher Nasser ist das? Zeig mal. Der hier. Das ist ein Foto aus der Bild-Zeitung. Wir haben den hier irgendwie nur so klein daneben gehangen. Ja. Der heißt übrigens Nasser Remu. Der heißt also Ramu. 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 Ja, Ramu, also nicht Remu.
der trägt auf dem Bild wahrscheinlich nicht, aber der trägt normalerweise in seinem Leben seit 2018, 17, Klaas? 18. Trägt er eine Fußfessel. Das heißt, er hat eine elektronische Fußfessel hier unten dran und der Staat weiß immer, wo der ist. So. Dann haben wir jetzt neulich Ermittlungsakten zugespielt bekommen. Da sieht man, was der alles macht mit dieser Fußfessel. Der reist also quer durch Berlin, handelt mit Drogen, handelt mit Waffen. So eine Kanone hat er irgendwie im Portfolio gehabt. Und warum wird er nicht aufgehalten? Weil ja keiner hinguckt, irgendwie, was der, dass der eine Fußfessel trägt. Der ist zwar schwerst vorbestraft, weil es wirklich ein Dauerkrimineller ist. Aber das muss die Polizei doch auch sehen, dass er damit Straftaten begeht. Ja, aber die Polizei guckt sich an und sagt irgendwie, okay, der ist nachts um 23 Uhr in Brandenburg irgendwo an der deutsch-polnischen Grenze. Ja. Da kommt aber kein Polizist auf die Idee und sagt, was macht er da eigentlich? Dass er da irgendwie einen anderen, jemand, der Drogen anbaut, irgendwie erpresst und die Pistole am Kopf hält und sagt, ab sofort zahlst du 5.000 Euro an mich. Das recherchiert keiner, weil die gucken da drauf und denken sich irgendwie, okay, der ist da halt nachts spazieren gefahren. Und ansonsten fährt er durch Berlin spazieren. Verstehe. Aber nur, weil sie irgendwann mal bestimmte Telefone abgehört haben, sind sie drauf gekommen, dass der eben mit Drogen und mit Waffen handelt. Sind in ein Haus rein. Der hatte übel Plantage. Aber nur Kleinscheiß konnte man mitnehmen. Nasser wollte ihn umlegen. Voila, letzte Mal war ich in Brandenburg bei Leute, die anbauen. Ich habe Schutzgeld genommen. Ich habe die alle wie Hasen reingeholt, mit Knarre am Kopf. War übergeil. Habe gehofft, du schießt in seinen Kopf. Die Beweise sind so eindeutig. Da gibt es Chatnachrichten, da kann man sehen, wie Nasser irgendwie so eine Gewehre anbietet und Pistolen und Drogen und mit Fotos mit Drogen und sonst was. Das heißt, alles. Die Fußfessel interessiert ihn auch gar nicht? Nee, komplett die nicht. Abgehalten. Nee, die Fußfessel war eine Auflage, als er aus dem Gefängnis gekommen ist. Mhm. Also der hat eine Haftstrafe bekommen 2014 wegen Drogenhandels, hat übrigens bei der Urteilsverkündung in Richtung des Richters gespuckt. Wirklich, der hat im Gerichtssaal gespuckt. Aber es gibt doch so eine Missachtung des Gerichts, heißt das, glaube ich, nicht? Ja. Also der heißt jetzt bei der Staatsanwaltschaft, nennen sie ihn nur noch den Spucker. So, jedenfalls, der hat dann 4 Jahre gesessen, ist 2018 rausgekommen. Das Gericht hielt ihn aber immer noch für so gefährlich, für so kriminell, dass man ihm eine Fußfessel gegeben hat. Mhm. Und hat gedacht so, das wird ihn hoffentlich davon abhalten, weitere Straftaten zu begehen. So, hat ihn aber nicht abgehalten. Neulich haben die sich, also hat sich Nasser und seine Truppe, die Ramos, haben sich mit den Tschetschenen gebolzt in Berlin. Ne? Also erst sind die Tschetschenen. Gebolzt hört sich sehr, sehr euphemistisch an. Okay, also sie hatten eine ernste Auseinandersetzung. Ja. Also erst sind die Tschetschenen irgendwie in Ramo-Gebiet gekommen, haben ein paar Ramos verprügelt. Dann sind die Ramos zu den Tschetschenen irgendwie gefahren, zum Gesundbrunnen-Center und haben ein paar Tschetschenen verprügelt. Ich weiß gar nicht, ob das die Tschetschenen waren, um die es überhaupt ging, aber die haben sich irgendwelche gegriffen, haben die jedenfalls verprügelt. So, Nasser war dabei. Mit seiner Fußfessel. Das heißt, aber das haben die Polizisten überhaupt nicht mitgekriegt. Das heißt, die Polizei hatte eine Prügelei in Neukölln. Dann hatte die Polizei, gibt es auch Videos, dann gibt es eine Prügelei im Gesundbrunnen-Center im Wedding. Dann guckt die Polizei und sagt irgendwie, guck mal, der hier könnte Nasser sein. So. Irgendwann, ich war im Gerichtsprozess, irgendwann, hat der Polizist ausgesagt, irgendwann kommt die Polizei auf die Idee und redet mal mit einer anderen Dienststelle und die sagen, übrigens, sag mal, Nasser, der trägt ja übrigens eine Fußfessel. Dann haben die gesagt, wie, der trägt eine Fußfessel? Ja, der trägt eine Fußfessel. Okay, dann holen wir uns mal die Daten. Da haben sich die Daten geholt und haben gesehen, dass der auf die Minute genau bei der Prügelei im Gesundcenter mit seiner Fußfessel da gewesen ist. Wenn da nicht irgendeiner auf die Idee gekommen wäre, mal nachzufragen, wäre das Ding wahrscheinlich gar nicht aufgeklärt worden. Krass. So viel zur Kommunikation untereinander. Ja, verstehe. Aber es gibt wohl einen Remo, der mal versucht hat, in die Politik zu gehen. Der auch, glaube ich, öffentlich gesagt hat, er sei nicht kriminell und man solle nicht einfach alle in einen Topf werfen. Was hat der für eine Karriere? Also nur mal grundsätzlich finde ich ja, da hat er ja nicht ganz Unrecht. Nee, man will nicht alle in einen Topf, wir werfen auch nicht alle in einen Topf, sondern wir reden über sozusagen den kriminellen Teil dieser Großfamilie. Das muss man, sagen wir immer gerne dazu, weil es natürlich ganz viele gibt, wir kennen auch welche, die natürlich nicht kriminell sind, die irgendwie sich in unserem Land engagieren, die uns bisweilen sogar in unserer Arbeit unterstützen. Also wir kriegen auch bei Nachrichten von sozusagen nicht kriminellen Clan-Mitgliedern, die sagen, irgendwie cool, dass ihr das macht, weil wir das natürlich auch nicht gut finden, irgendwie sozusagen geächtet permanent zu werden. Aber über den Fall weißt du mehr. Ich will eigentlich über diesen Fall eigentlich gar nicht so richtig reden. Wir wissen, dass der irgendwie studiert hat, also Großfamilienmitglied mit einer Stiftung sozusagen der Bundesrepublik Deutschland. Aber ich glaube, das Studium hat er mittlerweile abgebrochen. Genau. Also das ist auch ein Sohn von Issa, dem mutmaßlichen Clanoberhaupt. Ich weiß gar nicht, ist glaube ich Sohn Nummer 4.
Der hat es tatsächlich geschafft, Abitur zu machen, und dann hat er ein Studium angefangen an der Technischen Universität, also hat, glaube ich, Maschinenbau studiert. Und der ist dann bei so einer Parteiveranstaltung der SPD aufgetreten und hat gesagt, ich bin ein Sohn dieser Familie, ich bin nicht kriminell und schert nicht alle über einen Kamm. Man muss allerdings dazu sagen, der ist auch schon in den Polizeicomputern extrem oft aufgetaucht als Tatverdächtiger. Ist zwar okay, nicht verurteilt. Nicht verurteilt, aber als Tatverdächtiger ist er aufgetaucht. Polizisten sagen uns, der ist genau wie alle anderen auch. Der ist nicht kriminell, sagen uns Polizisten. Mhm. Was da jetzt die Wahrheit ist, ne, er ist nicht verurteilt, damit ist er nicht kriminell. So. Punkt. Ja. Punkt. Ne? Beschimpft hat er uns auch schon öfter. Ne? Ja. Genau. Und hat dann ein Studium angefangen, hat ein Stipendium bekommen. Mittlerweile hat das Studium nach unserer Erkenntnis abgebrochen und arbeitet heute als Kaufhausdetektiv. Aber wie ist das für jemanden? Auf der einen Seite hast du ja, ist der Name ein Türöffner, wenn du in Neukölln wohnst oder so. Auf der anderen Seite ist es aber vielleicht auch, wenn du Remo mit Nachnamen heißt, eine Schwierigkeit, wenn du einen Job kriegen willst, eine Wohnung. Absolut. Ist das bestimmt, und dazu habt ihr natürlich auch beigetragen. Absolut, sozusagen. Ja, natürlich. Also das lässt sich leider nicht vermeiden. Natürlich dadurch, dass wir dann so viel berichten über diese Familie, und natürlich, wir nennen auch den Nachnamen, wir sagen einfach, was ist, und nennen den Familiennamen. Und natürlich haben dadurch andere Leute, die nicht kriminell sind, haben sicherlich dadurch Probleme, dass der Name so prominent ist. Aber die Kriminalität in diesem Familienzweig und in diesem Familienzweig und auch in mehreren anderen, die ist so eklatant, dass man tatsächlich sagen muss, also aus meiner Sicht, das spreche für mich, dass Kriminalität ist der Wesenskern. Wenn ein 18-Jähriger einen dicken Mercedes fahren kann, ohne dass er einen Tag sozialversicherungspflichtig gearbeitet hat, das strahlt natürlich aus auf die nachkommenden Brüder, Cousins, Neffen. So, ne? Das sind Role Models dann. Uns sagen auch die Leute aus den Clans, es ist leider so, dass die mächtigen Leute innerhalb der Clans tatsächlich auch die kriminellsten sind, weil sie natürlich die meiste Kohle haben. So. Und dann können sie natürlich, macht das Geld auch innerhalb dieser Familien. Und mit Geld kannst du dir deine Gefolgschaft kaufen und Loyalität und so. Und Geld kommst du innerhalb dieser Familien meistens nur durch Kriminalität. Und da ziehen die den Kürzeren, die eben vielleicht sich irgendwo eine Nische suchen. Total. Und die werden Opfer ihres Familienrufs. Wir müssen auch dazu sagen, diese Familien, die Remos, die Miris, die Alsains, die haben nicht erst diesen schlechten Ruf innerhalb Berlins oder Brems, seitdem Spiegel TV, seitdem Thomas und ich so darüber berichten. Mhm. Diese Familien hatten auch vorher schon so einen Ruf. Na klar. Also natürlich, die haben natürlich auch Kontakte, also die haben natürlich Berührungspunkte zu vielen Leuten, die haben Berührungspunkte zum Jobcenter, die haben ganz viele Berührungspunkte zur Polizei, zur Schule, sonst was. Man kennt diese Familien einfach in Berlin, ohne dass man früher darüber berichtet hat. Mhm. Klar. Kinder auf Schulhöfen wissen ganz genau, mit wem sie sich nicht anlegen dürfen, weil dann eine ganze Menge Gegenwind kommt und da so. Da gab es mal einen Ansatz vom Jugendamt, ich glaube in Neukölln, ne? Die Kinder aus den Familien rauszuholen. Mhm. Was war das Konzept? Weil das ist ja sozusagen irgendwie ein ganz heiliges Gut in Deutschland, bevor du ein Kind aus der Familie rausholst. Ich glaube, Konzept ist der falsche Begriff, es ist eine Idee. Es ist erstmal ist es nur eine Idee, glaube ich. Also ein richtiges Konzept steckt noch nicht dahinter, glaube ich. Ja, der Kölner Jugendstadtrat Falko Lieke, der hat es irgendwie mal aufgeworfen. Die Familie R ist deshalb besonders, weil die Straftaten besonders schwer sind. Wir haben einen jungen Mann, der 6 Seiten Tateinträge hat, DIN A4 Seiten. Wir haben, ich kann ja mal berichten, dass von gemeinschaftlicher räuberischer Erpressung, Raub, gefährliche Körperverletzung, Bedrohung, Hausfriedensbruch, Diebstahl. Wir haben noch einen weiteren Fall, die Fälle reihen sich eigentlich aneinander, es ist abenteuerlich. Beispielsweise Diebstahl bei Aldi, gemeinsam mit dem Vater, Diebstahl im Teppichgeschäft, Diebstahl in Küchenstudios, Unterbringung zur Vermeidung von U-Haft, bandenmäßiger Diebstahl und viele weitere Taten. Und wir kommen da tatsächlich mit unserer Jugendarbeit an die Grenzen. Und es müssen andere Instrumente verwendet werden. So geht es jedenfalls nicht weiter. Das war vor ein paar Jahren. Dann hat er jetzt auch so eine Expertenkommission gebildet. Und die haben jetzt vor einer Woche haben die eine Pressekonferenz gegeben und haben mal erzählt, was sie sozusagen, sie haben sich so einen Fall genommen aus so einer Familie. Sie sagen, es ist ein fiktiver Fall, der aber genauso, also ne, das ist sozusagen ein bisschen komprimiert. So. Ja. Der ist 10, der Junge schwer kriminell, die Brüder sind alle kriminell, der Vater sitzt im Gefängnis. Intensivstraftäter schon? Intensivstraftäter, 95% der Neuköllner Intensivstraftäter haben einen Migrationshintergrund. Hm. Also die haben das einmal sozusagen durchgerechnet. Da ist, glaube ich, dabei gewesen, so eine Oberpsychiaterin von der Charité, glaube ich. Also so mehrere Wissenschaftler waren dabei. Und ein Jugendrichter. Und ein Jugendrichter. Und die haben einfach festgestellt und haben gesagt, irgendwie, wir müssen für das Kindeswohl
müssen wir gucken, dass wir Kinder aus solchen Familien, wo der Zehnjährige eben schon sozusagen eine kriminelle Karriere hat, da müssen wir das Kind aus der Familie nehmen, nicht um die Familie zu bestrafen, sondern um das Kind zu retten. Damit das Kind natürlich nicht genauso wird wie eben die großen Brüder. Ja, aber da gibt es ja auch sehr viele negative Beispiele. Ich erinnere mich gut an den Fall Dennis aus Hamburg, der irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Autos geklaut hat. Crashkit Dennis. Das Crashkit, genau. Den habe ich mal in Polen im Knast besucht und der hat gesagt, also irgendwie habe ich nie jemanden gefunden, der mich lieb hat. Mhm. Also es ist tatsächlich so, wenn du Kinder aus den Familien nimmst, dann, also der war völlig auf dem Irrweg und der hat nie seinen Weg gefunden. Es ist ja die Frage, macht man das aus, also was ist sozusagen das geringere Übel? Was würdet ihr sagen? Das ist ganz schwer. Ist schwer zu sagen. Oft werden ja in Deutschland nur Kinder aus Familien genommen, wenn das Kind beispielsweise nicht richtig ernährt wird, also wenn es nicht gut zu essen bekommt oder geschlagen wird oder so. Das ist oft in diesen Familien natürlich nicht so. Die fühlen sich wohl in ihren Familien. Die haben vielleicht eine ganz liebende Mutter. Die haben Brüder, die sie haben und so. Das heißt nicht, dass die da schlecht behandelt werden. Klar, in diesen Familien herrscht oft viel Gewalt. Da herrscht auch oft das Recht des Stärkeren. Und die kloppen sich, glaube ich, auch viel mehr, als jetzt in anderen Familien das der Fall ist. Aber es ist nicht so, dass per se irgendwie die ihre Kinder schlecht behandelt. Aber trotzdem musst du natürlich gucken, dass du diesen Kreislauf ja irgendwie durchbrochen hast. Ja, und haben sie es geschafft? Das ist ja sozusagen, das ist ja vor einer Woche gewesen. Also es gibt keinen Präzedenzfall. Also das wird man in 10 Jahren vielleicht mal dann evaluieren können, ob das was bringt. Oder man muss es erst mal anfangen und gucken, wie entwickeln sich dann diese Kinder. Ich glaube, sie haben sozusagen schon Kinder identifiziert, wo sie das überlegen. Aber sie sind noch nicht so weit, dass sie das durchziehen. Weil das wird natürlich, du gehst ja nicht hin und nimmst ein Kind weg. Und so, dann werden diese garantiert natürlich die Anwälte in Bewegung schicken, dass das Kind wieder zurückkommt. Da kannst du dann 10-mal vor Gericht sagen, das Kind ist 10 und schwer und sozusagen schwer kriminell in Anführungsstrichen. Also es drangsaliert die Mitschüler. Es gibt den einen Fall, den wir ja kennen aus Neukölln. Da wurde ein Kind, wie alt war das? Also es ist auch ein Kind aus der Remo-Familie, ich könnte jetzt hier drauf zeigen, mal lasse ich jetzt mal. Das hat seine Mitschüler geärgert, ist der falsche Begriff. Es ist gedemütigt. Also es hat einfach ein Remo-Kind, hat ein anderes Kind genommen, mit dem Kopf in die Toilette gedrückt. Und in dieser Toilette war tatsächlich Kot drin. Also, ne? Wie alt war das Kind? 9. 9 Jahre alt. Das kannst du dir doch, weil als Schule und Gesellschaft kannst du dir das doch auch nicht bieten lassen, dass irgendwie sowas. Und er hat 4 Geschwister und die sind alle verhaltensauffällig. Alle terrorisieren ihre Mitschüler. Mhm. Aber da haben wir volles Vertrauen in sozusagen die staatlichen Organe. Wir sind kein Jugendamt und können da irgendwie nur drauf blicken. Das ist auch ganz gut. Kommen wir noch mal zurück zu Issa, weil ihr habt den ja mal tatsächlich zu einem Hintergrundgespräch getroffen. Ja. In einer Zigarrenlounge, habe ich das richtig verstanden? Trifft man Klar, sich mit so einem... Ich habe ihn getroffen. Ich hatte keinen Bock auf den. Also, wie trifft man einen Clan-Boss? Also wie funktioniert das? Wie läuft das? Ich habe ihn angerufen. Ich hatte irgendwie seine Telefonnummer aus irgendwelchen Akten, die stand da drin. Dann habe ich ihn angerufen, dann haben wir ein bisschen telefoniert. Er wusste, wer ich war. Das war schon nach dem ersten großen Bericht, den wir über die Remos gemacht haben. So, und ich glaube, der hat sich bemüßigt gefühlt, so in so eine PR-Offensive zu gehen. Also ich glaube, der wollte einfach mal ein bisschen den öffentlichen Wind drehen und hat, glaube ich, vielleicht den Glauben gehabt, er sei mächtig genug, also er sei charismatisch genug, um mir eventuell irgendwie Sachen zu erzählen, die ich dann schreibe oder die ich dann berichte und die ich dann vielleicht auch nicht mehr nachprüfe. Und so ist es dann gekommen, dass wir uns dann im Hotel am Kudamm getroffen haben. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Wie war das Setting so? Setting war so, ich habe da in der Zigarettenlounge gewartet und er kam dann rein. Er geht sehr, sehr langsam und setzt sich dann hin und lässt sich so richtig fallen. Wie alt ist er? So Mitte 40? Wie alt ist er? Issa ist geboren am 23.05.1967. Du Datenwunder. Genau. 23.05. Verabschiedung des Grundgesetzes. Genau. Faszinierend, oder? Ja. Immer wieder faszinierend, ja, wieder was der kann. Ja. Nein, alles gut. Jedenfalls zurück zum Thema. Dann setzt er sich dahin, legt seine Zigaretten dahin und er spricht. Es ist schon interessant. Er hat kein gutes Deutsch. Sein Deutsch ist eine Baustelle, muss man echt sagen. Aber das, was er sozusagen grammatikalisch nicht rüberbringen kann, bringt er oft sozusagen durch Gesten rum. Er ist ein relativ charismatischer Mensch und sagt dann so Sätze wie: Polizei weiß 50%, Issa Ramo weiß 101%. Und da muss man natürlich innerlich auch so ein bisschen lachen, aber er versucht dann überzeugend zu sein. Das ist schon interessant. Hat er sich nicht auch ausgezogen? Hat er nicht irgendwie.
Das war bei dem zweiten Gespräch. Also ich habe zwei Hintergrundgespräche mit ihm gehabt. Das zweite ist spontan entstanden, da saß er vom Gericht. Und da hat er mir seinen Brustkorb gezeigt. Ich sah so seinen Brustkorb entblößt. Und er hat tatsächlich auf dem Dings, auf dem Brustkorb, einen Deutschlandadler tätowiert. Was? Ja, kein Witz, zeige ich dir gleich. Ich hole gleich das Telefon raus. Hat einen Deutschlandadler tätowiert und da steht drunter, ich bin ein Berliner. Kein Witz. Das glaube ich nicht. Nein, das zeig mir das. Warte, ich muss kurz gucken. Das nennt man aber nicht Hintergrundgespräch. Das muss man ja auch mal sagen. Nee, es war ein Vordergrundgespräch. Ja. Also wenn man als Journalist ein Hintergrundgespräch führt, darf man hinterher nicht wirklich darüber reden. Ne? Das stimmt. Das muss man aber er hat dann auch mal gesagt, schreib das. Hier, ich habe das Bild. Hier hat Isa seinen Brustkorb entblößt. Und das gibt's ja nicht. Ich bin ein Berliner. Genau, ich bin ein Berliner Deutschlandadler. Krass. Ja. Er sagt doch Sätze wie, in Deutschland Krieg, ich mit meinen ganzen Söhnen in Krieg, ich liebe dieses Land. Ich liebe dieses Land. Hau nicht so auf den Tisch. Sagt er tatsächlich. Und man fragt sich, ist das jetzt wieder, ist das Show, ist das Maskerade? Ey, Isa, wenn du unser Land so liebst, warum... Hältst du dich nicht an die Regeln? Das wäre doch die erste Frage. Warum sind deine Frage, Söhne ja? so kriminell? Ja. Ich bitte Sie, wenn mein Sohn Fehler macht und ich sage ihm, mach keine Fehler oder so, was soll ich tun? Soll ich mich umbringen? Soll ich mich aufreißen? Ich bitte Sie, ich bin ein Mensch, ich arbeite mit Immobilien. Ich arbeite mit Immobilien mit meinem Geld. Ich habe Eigentum in Libanon. Läuft auf meinen Namen. Ich habe nicht durch Drogen geholt hier. Kann jeder wissen. Ich besitze Eigentum in Libanon. Läuft gesetzlich auf meinen Namen. Ich bin nicht ein Mensch, der kein Eigentum hat und sagt, ich habe gar nicht. Was sagt er denn, womit er sein Geld verdient? Das habe ich. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn das gefragt habe. Ehrlich gesagt, das ist eine gute Frage. Ja. Er hatte mal einen Kiosk, ne? Er hatte mal eine Kneipe, das Babylon. Ja, das haben sie ihm zugemacht, weil er auch Alkohol ausgeschenkt hat. Hatte keine Lizenz dafür. Okay. Komischerweise ist dann das Babylon auch wieder abgebrannt. Gab es eine schöne Versicherungssumme. Die Ursache wurde nie gefunden. Nee, man weiß nicht so richtig. Also laut Unterlagen hat er, glaube ich, seit 2013 keinen sozialversicherungspflichtigen Job mehr. Deswegen hat man ihm ja auch die Immobilie weggenommen. Also er wohnt ja in einer Villa, Berlin-Buko, Alt-Buko 37. Wie sieht die aus, die Villa? Wie muss man sich das vorstellen? Schön. So eine Gründerzeit-Villa, zweistöckig, schöner Garten dran. Also würde ich auch wohnen wollen. Auf jeden Fall. Die Frage ist ja, wenn so viel kriminelles Geld in so eine Familie schwappt, was macht man dann damit? Lass uns mal ganz kurz sozusagen beim kriminellen Geld bleiben. Ich habe ich habe noch mal in den Akten nachgeguckt und habe noch mal so eine Auflistung gefunden, sozusagen von Straftaten mit Beteiligung von Angehörigen der Familie Remo/Ramo. Das ist von 2015. Also da ist die Goldmünze nicht dabei, das grüne Gewölbe nicht dabei, das ist alles noch nicht dabei. So, und da kommen die Ermittler in Berlin. Das sind wie gesagt nicht verurteilte Straftaten, aber wo sozusagen sie die Großfamilie als Tatverdächtige identifiziert haben. Sind das Foto? Aber als Tatverdächtige. Nur mal damit die wollten mal wissen, was haben die ungefähr eingenommen? So. Und dann haben sie so eine Liste gemacht. Und die Liste ist sehr lang. Ich sage nur mal ein paar Sachen. Einbruch in Videothek 175.000 Euro. Einbruch Mediamarkt 62.000 Euro. Räuberischer Diebstahl Karstadt 575.000 Euro. Diebstahl nach Kfz 60.000 Euro. So, und dann kommt hier so eine Liste, die kann ich nicht näher zeigen, weil da die ganzen Namen stehen. Da steht dann irgendwie Villeneinbruch, Wohnungseinbruch, Raub, sonstiger Geschäftseinbruch, Ladendiebstahl. Die geht über 4 DIN A4 Seiten, diese Liste, wo man eben glaubt, dass die Ramos. Und zum Schluss landet man bei einer Summe von 28 Millionen Euro. Alter Schwede. 28 Millionen Euro. Das Geld will natürlich gut angelegt sein. In 6 Jahren, glaube ich, ne? Von 2011 bis 2017. Genau. Genau. Ist da die Bank mit dabei von Tufik? Ja, ne? Ja. Das waren die 10 Millionen allein aus der Bank. Aber der Rest sind auch nochmal 18 Millionen. Und da sind natürlich hier diese Karstadt, 575.000 Euro. Wir haben hier den gesehen und haben gesagt, hey, das haben wir überhaupt nicht in der Zeitung gelesen. Was war das denn für eine Nummer gewesen? Weil das nicht aufgeklärt wird, taucht das natürlich auch in der Berichterstattung nicht auf. Intern ordnen die das dann irgendwie zu, Modus operandi, das ist eben... Aber weil sie nicht verurteilt wurden, kommt das natürlich nicht an die Öffentlichkeit. Nee, aber die listen sich das natürlich dann auf, weil die sich ja irgendwann mal haben sich die Polizisten gefragt, wieso kaufen die denn plötzlich so viele Immobilien? Also Karim Ramo ist bis Sommer 2015 Hartz-IV-Empfänger. So, lebt getrennt von seiner Frau, seine Frau kriegt auch Sozialhilfe, die haben zusammen, glaube ich, 4 oder 5 Kinder, sind
angeblich nicht verheiratet. Wir waren mal vor der Wohnung, die wohnen da zusammen, aber egal, es hat sich nicht überprüft. So, und im, kann man ja auch, wenn man im September 2015 sieht die Polizei, wir wissen bis heute nicht genau wie, es kann sein, dass der einen Trojaner auf dem Rechner hatte, sieht die Polizei, wie der nachts um 1.25 Uhr, was weiß ich, fängt an, Karim Ramo, eben noch Sozialhilfeempfänger, fängt an, sich für Zwangsversteigerung von Immobilien zu interessieren. Hier mein Haus für 600.000, da meine Eigentumswohnung für 22.000 Euro. Also die Liste ist, habe ich auch da, die Liste ist lang, weil die Polizei eben mitgelesen hat, wie Karim sich für Zwangsversteigerung interessiert. Wo hat er denn das Geld plötzlich her? Und dann haben die natürlich angefangen dann zu recherchieren, okay, wo kann denn das Geld herkommen? Und dann haben die eben diese Taten aufgelistet. Und zum Schluss hatte der Clan wie viele Immobilien? Du weißt das. 77. Also denen wurden 77 Immobilien 2018 beschlagnahmt. Mhm. Dazu muss man sagen, die wissen nicht genau, die Polizei weiß nicht genau, aus welchen Taten jetzt genau das Geld immer für die Immobilien stammt. Teilweise sind die Immobilien auch schon vor 2014, also vor dem großen Überfall oder Einbruch in diese Sparkasse, gekauft worden. Aber das war der Polizei auch letztendlich egal. Die haben nämlich gesagt, so, wir machen es jetzt mal so, wir gucken, welches Eigentum hat die Familie. Und dann gucken wir mal, können die das Eigentum eigentlich überhaupt legal verdient haben? Also können sie sozusagen die Raten dafür mit legalem Geld bezahlen? Und wenn sie es nicht können, dann ziehen wir die Immobilien ein. Und so. Ein schönes Beispiel ist irgendwie der so eine Sohn von Isa. Ja. Der hat irgendwie ganz jung, 19, so, hat dann ein Späti aufgemacht in Köln. So. Nee, ne, und, oder? Ein nee, Kiosk. Nee, ja, ich glaube... Pommesbude. Oder eine Pommesbude. So. Der muss aber innerhalb von Monaten so fleißig gewesen sein, dass er sich kurze Zeit später konnte er sich dieses Haus konnte er sich dieses Haus kaufen. Für die 200.000 Euro. Für 200.000 Euro. Er muss ganz viel Pommes und sehr sparsam gewesen sein. Interessanterweise ist er nie bei den Verkaufsverhandlungen dabei gewesen. Also der Vater hat immer vorgesprochen bei dem Verkäufer. Der Sohn ist nie in Erscheinung getreten. Er ist erst in Erscheinung getreten, als die Bank gesagt hat, ah nee, Barüberweisung, nee, also Bargeld nehmen wir nicht, das muss schon irgendwie anders kommen, das Geld. Und dann brauchen sie natürlich eine Legende, um klar, halt diesen Hauskauf zu legendieren. Wo kommen diese 200.000 her? Dann hatte halt Yusuf, der Sohn, hatte auf einmal einen Arbeitsvertrag, so, hatte auf einmal angeblich legales Geld verdient jeden Monat. Und dann hat er Darlehen bekommen, unter anderem aus der Türkei 100.000, dann von Berliner Leuten noch große Bargeldsumme, ich glaube einmal 60.000. Interessanterweise, dieses Berliner Geld, hat man nachrecherchiert, ist kurz vorher bar eingezahlt worden. Also irgendjemand zahlt 60.000 Euro auf sein Konto ein und überweist es einen Tag später an Yusuf Ramo, damit der wiederum dann die Immobilie bezahlen kann. Und genau diese Sachen hat die Polizei sehr, sehr akribisch bei jeder Immobilie von den 77 recherchiert und gesagt, alles klar, diese Immobilien sind nicht mit legalem Geld bezahlt worden. Und wir wissen zwar nicht, aus welchen Straftaten das Geld stammt, aber wir sind sehr stark davon überzeugt, dass es nicht legales Geld ist. Und eine neue Gesetzesinitiative, seit 2017 gibt es ein neues Gesetz, ermöglicht es der Polizei, diese Immobilien jetzt vielleicht einzuziehen. Jetzt vielleicht. Sie haben sie ja schon teilweise eingezogen. Ja, aber es fehlt noch ein Grund. Ja, es gibt einen Grundsatz. Es fehlt noch ein Grundsatz. Diese Immobilie, diese gelbe Villa ist tatsächlich die Immobilie, wo ein Gericht gesagt hat, diese Villa gehört jetzt wieder dem deutschen Staat, weil das nicht mit legalem Geld bezahlt worden sein kann. Kann, weil, also den Ursprung des Geldes genau, nicht nachvollziehen kann. Sie können ihn nicht nachweisen, dass sie sozusagen kriminell waren um das Geld, aber sie können eben auch nicht nachweisen, wo das Geld herkommt. Allerdings ziehen die Remos jetzt wegen dieser Immobilie vor das Bundesverfassungsgericht. Und da steht das Grundsatzurteil noch aus. Ihr habt einen Fall nachrecherchiert, da gibt es einen Strohmann im Libanon. Mhm. Wie kann man das denn nachweisen? Also wie liegt der Fall überhaupt? Kann man überhaupt sagen, der hat das Geld von den Ramos? Wir haben Hinweis bekommen, dass die Ramos ein Flüchtlingsheim betreiben. In dieser Flüchtlingskrise 2015 sind die Ramos auf die Idee gekommen, Mensch, damit kann man richtig viel Geld verdienen, indem man nämlich Flüchtlingen eine Unterkunft bietet. Dafür zahlt ja der Berliner Senat richtig viel Geld pro Tag. So, und dann haben die eine Immobilie gekauft und haben daraus ein Flüchtlingsheim gemacht und davon haben wir erfahren. Und dann haben wir uns im Grundbuchamt die Kaufverträge angeguckt. Mhm. Und tatsächlich steht als Käufer kein Ramo drin, sondern ein Mann aus dem Libanon, der wiederum einen Remo general bevollmächtigt hat, diese Immobilie zu kaufen und in seinem Namen auch Geschäfte abzuwickeln. Und dann wollten wir einfach wissen, hey, wer ist dieser Mann im Libanon?
Abdul Rahim, oder? Abdul Rahim. Also in dem Flüchtlingsheim selber seid ihr nicht vorwärts gekommen. Da wart ihr ja auch. Doch, wir haben ja schon, wir haben natürlich da gefragt. Ja. Und haben aber an den Briefkästen geguckt, wer da so dran steht. Aber die da wohnten, die waren jetzt nicht so amüsiert. Guten Tag, darf ich mit Ihnen reden? Wer hat Ihnen erlaubt, hier zu drehen? Hier gibt's Frauen. Ich würde gern was fragen. Sie dürfen hier nicht drehen. Ich werde mich morgen über Sie beschweren. Interessanterweise ist auch, dass genau in dieser Phase, als die Remos Flüchtlingsheime betrieben haben, Issas Söhne ganz stark immer Matratzen und Mobiliar geklaut haben. Die sind oft in Matratzenlager eingebrochen und haben Matratzen geklaut. Das war genau diese Phase. Sind die dafür verurteilt worden? Ja. Ah, okay. Okay, kann dann kann man das kann sagen. Man sagen. Ja, ja, Yusuf ist verurteilt worden und muss er auch. Also für Matratzenklauereien? Ja, genau. Steht auch im Buch drin, Mensch, muss mal lesen. Nein, weiß ich doch. Aber die haben doch auch die Berliner Ermittler, als die das Haus gekauft hatten, sind die doch mal mit dem LKW hingefahren. Genau, und haben das war halben, genau. Das. Und haben einen halben LKW voll Diebesware aus dem Haus rausgeholt. Genau. Also komm, das war genau in dieser Phase, als diese beiden immer losgezogen sind, mit übrigens noch mehreren. Das Video sollten wir uns noch mal besorgen. Jedenfalls, wir wussten, in den Unterlagen des Berliner Grundbuchamtes steht, wie der Käufer im Libanon heißt, und da stand auch genau die Adresse, wo der im Libanon wohnt. Ja. Und dann bin ich in Libanon geflogen mit einem damaligen Kollegen zusammen, und dann haben wir den tatsächlich ausfindig gemacht. Und dann haben wir ein bisschen getrickst, haben wir den gesagt, der ist Taxifahrer, und haben gesagt, wir brauchen mal eine Taxifahrt. Und dann haben wir den zu einer Stelle gelockt und da haben wir den dann interviewt. Genau. Und daher, heimlich mit versteckter Kamera. Heimlich mit versteckter Kamera, genau. Aber es gibt Berliner Ermittler, die waren sehr beeindruckt, dass wir diesen Strohmann gefunden haben. Sind Sie Herr Abdul Rahim? Wer hat dich geschickt? Mich hat meine Firma geschickt. Wir möchten gerne wissen, ob sie ihr Haus in Berlin verkaufen möchten. Der angebliche Besitzer wirkt überrascht. Nein, ich habe kein Interesse. Wie sind Sie darauf gekommen, ein Haus in Berlin zu kaufen? Na ja, eine Investition eben. Wenn du im Libanon investierst, verlierst du dein Geld. Die Wirtschaft hier liegt am Boden. Kann man als Taxifahrer Häuser kaufen? Ich bin kein Taxifahrer. Das Fahren mache ich nur nebenbei. Gott meint es zum Glück gut mit mir. Was machen Sie denn beruflich? Ich bin Bauleiter für Immobilien und Grundstücke, für alles Mögliche. Aber meistens für Häuser und Grundstücke. Also wir sind mit der Legende an ihn reingetreten, ey, wir wollen eigentlich mal über deine Immobilie sprechen, willst du uns die nicht verkaufen? Die ist doch so wertvoll und so, und wir bieten dir einen schönen Preis. Aber er hat gesagt, nee, ich will auf keinen Fall verkaufen. Zum Schluss hatte der so eine lange Nase. Vom Schwindel. Geschichten aus 1001 Nacht. Absolut. Ja. Ja. Mittlerweile hat er ausgesagt bei der Polizei, ne? Und genau, den, tatsächlich hat er ausgesagt. Bei also Berliner, hat zugegeben. Berliner Ermittler sind mal. Was? Ja. Er hat den Straftatbestand sozusagen zugegeben, oder? Nee, da müsste ich jetzt nochmal genau nachgucken. Aber diese Strohmann. Aber die haben es geschafft, libanesische Polizisten haben es geschafft, diese Strohleute zu interviewen, und teilweise haben die Strohleute genau das ausgesagt, was dem Clan schaden wird. Dass nämlich das Geld in Libanon gebracht wurde, dass sie das bar eingezahlt haben, und diese ganzen Strohleute haben nicht im Sinne der Ramos ausgesagt. Also im Grunde genommen lügen alle, dass sich die Balken biegen, und man muss es irgendwie hart kriegen. Genau, und es ist wahnsinnig schwer. Diese Rechtshilfegeschichten sind wahnsinnig langwierig. Vor allen Dingen kann sich die politische Wetterlage im Libanon ganz schnell drehen. Mhm. So, und dann machen die Behörden wieder dazu, und dann ist vorbei. Aber da haben die Berliner Ermittler es geschafft, Interviews im Libanon führen zu lassen, und die Beweise sind gut. Ich bin sehr gespannt, wie die Sache weitergeht. Ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt über diese Familie hier in unserem Gespräch. Ich hoffe, dass wir bald weiterreden können. Ich würde mal sagen, an dieser Stelle vielen Dank, und ich stoppe die Aufnahme.